Ja, willkommen zurück zu Spectropes. Wir gehen jetzt einfach auf einen anderen Planeten und lassen diese Gewehr sein. Nein. Wenn ich nicht, bin ich auch gespannt. Also, nur bei einem, den anderen kennen wir ja. Hört auf, hört aus! Da draußen ist Krieg. Also nicht umwundern. Nein, natürlich nicht. Wir haben 1. August und so. Und das ist halt toller Feiertag bei uns. Wuhu, Böller, Böller und Waffen dürfen raus. Nein. Ja, halt Feuerwehr und so. Ja. Ich bin gespannt. Yay. Entwickle dich. Zeige dich, zeige dich, zeige dich. Gikikuri. Ein Rad auf einem Rad und... kannst du mal zu mir gucken, Kumpel? Ich begreife dich nicht ganz, aber ist ja egal. Was ist mit dir? Zeig dich! Schwing! Apaxion! Okay, auf zum Kampf gegen Flash. So, ich möchte jetzt nehmen, was ich darstelle. Ach so, das sind zwei Köpfe dort. Der schlägt zu. Ah. Okay. Ich habe mir den jetzt spektakulärer vorgestellt. Naja, das sind zwei Köpfe. Und der andere ist eine Masse. Gott, ist der langsam. Okay. Ich habe sie mir wirklich spektakulärer vorgestellt, aber ich mache das jetzt zu. Der hier kommt raus, der hier kommt auch raus. Und wo ist mein Dexter-Freund? Da ist er. So. Ich werde Dexter nur auf Level 40 bringen, wie meine anderen Kollegen da. Ja, noch nicht ganz. Gut. Eins, zwei von denen noch. So, Level 40. Und jetzt kommst du wieder mit. Aufstellung. Jetzt nehmen wir die beiden mal raus. Und tun die beiden mal rein. Ich würde ja gerne jetzt mal sehen, was Anna so kann. Aber zuerst nehme ich mal die beiden noch rein. Damit sehen, wie viele Corona-Minerale ich habe. Autsch. Oh. Okay. Wie mache ich das jetzt? Wie seid ihr nochmal im Kämpfen? Mache ich ja voll die Vorbereitung dazu. Also dich kenne ich ja. Kramer, wie greifst du an? Ah, du bist so ein Megatritt. Ja. Gut. Super. Die beiden werden nicht toll, ne? So richtig toll. Aber mich interessiert wirklich mal. Wo haben wir die drei Musketiere hier? Die hier. Weil ich mag es, wenn sie so speziell sind mit so 3 auf 1 oder so. Alter! Der Angriff gefällt mir. Bam! 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 Bam!
Wow, Laser. Das ist ein ziemlich schneller Angriff. Das könnte einfach ziemlich nützlich sein. Ja, wisst ihr was? Wie viel brauchst du? Level 31 und 12 Kämpfe. Das ist extrem viel, wenn ich das anmerken darf. Kleine Dame. Aber wir wollen ja nicht hier rummeckern. Wir wollen füttern. Ich könnte jetzt auch einfach noch mal so ein Ding holen, aber ich weiß nicht mehr, woher ich die habe. Level 13. Oh Gott, das wird sowas von nicht reichen. Level 21. Fuck. Fürs erste Mal genügen. Jetzt nehme ich den Kleinen mal mit. Bin ich erbärmlich, dich so füttern zu müssen. Weil ich nicht mehr anderes habe. Boah, wehe, Anna ist nicht gut. Level 35, okay. Wir die auch schon. Yeah. Ich war noch nie fertig. Raum Nummer 3. Jetzt nehmen wir hier Blade rein und... Wo haben wir ihn? Da. Phantom. Was gucke ich bei dem nach? Der ist doch voll entwickelt. Ihr braucht noch 9 Kämpfe. Okay. Flashing Miss. So. Und so. Gerechte Verteilung. Und Flashung habe ich aber extrem wenig. Welche Level haben die jetzt? 38 und 37, sehe ich das richtig? Warte mal kurz. Yep. Okay, dann du noch. 39. 39. 40, gut. Super. Ich denke, 40 wird für den Anfang mal reichen. Hoffen wir es jetzt einfach mal. Aufstellung. Mit G. So. Dann kommt der mit.
Und nein, der mit. Ja, ich nehme Anubis mit. Anna, wobei ich Anna noch umtaufen will. Wo haben wir denn unsere? Ach, die haben wir ja schon hier. Shakur, da haben wir ihn. Blade. Inkubator. Jetzt kommt Anna kurz da rein. Zwölf Kämpfe. So, dich nennen wir jetzt, also euch nennen wir jetzt die Mukka. Mukamu. 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 Mukamba kann ich sie nennen. Nö. Mukamba. Erledigt. Hatte gar nicht lange gedauert. Tut mir leid. Aber sowas muss halt auch sein. Das ist halt so ein Spiel, wo man sowas machen muss. Ich bin falsch, ich muss ja Planeten wechseln. Gehen wir jetzt mal auf Gebiet 2. Sehen, was da so aufgeht. Super. Gebiet 2. Agaburji. Geht's denn halt? Oh. Flash aus. Es ist Flash. Autsch. Auf, auf. Yeah. Oh, das sind die beiden. Oh, das sind die. Oh, das ist nicht gut. Ja, wo sind die? Ihr wagt es uns anzugreifen. Uns! Also viel stärker sind wir ja nicht geworden. Eingeheizt. Aber ich will jetzt hier nicht rumhocken und die ganze Zeit kämpfen, weil das extrem lange dauert. Deswegen schleiche ich mich einfach klammheimlich an ihm vorbei. Flash, wo man Aurora benutzen muss, und im Flash-Tal sind Corona-Strudel, wo man Flash benutzen muss. Nein!
Ja. Bam. Ja, flüchtet vor dem Dexter. Ich habe mich in eine Falle gelockt. Das war schlau. Du schlägst heute nichts mehr. Corona-Zone im Blitztal. Lager. So, heilen wir mal unsere Kollegen hier. Bimnerium. So. Alter Leute! Erschießt euch wann anders! Ist es hier 2W oder sieht das nur so aus? Ich sehe den roten Strich nicht. Ah, der Bildschirm ist auch so verdammt klein. Aber ich bin doch größer. Ja, dann ärgert ihr euch wieder. Weil der Bildschirm so groß ist. So. Das ging ja mal gut und flott. Taltiefen Agaboji. Davon ist ein Corona-Typ. Den habe ich genau aus dem Augenwinkel gesehen. Ist der Typ da ein Corona? Nee, das ist doch ein Horror. Jetzt brauche ich die beiden. Wenn er überhaupt kämpft. Also er sieht mal nach Aurora aus. Stark danach. Wer bist du? Ich bin Wellen von einer Nahroplanetenpatrouille. Wohoho, endlich treffe ich Shadows. Mayas und Gelberus Peiniger. Ich bin Grauen aus Hochqual der Leere. Tut mir leid, Wellen, aber du bist spät dran. Ich habe das Magnetfeld dieses Mondes bereits verschlungen und für dich ist nichts übrig. Du hast was? Das hat. Und das war nur der Nachtisch als Hauptgang, gab es in der Kernturm auf Ziva. Es gibt leider keine Hoffnung mehr für die Menschen. Dir bleibt nur noch, dich auf Colin zu verstecken und den Schwanz einzuziehen. Warum zerstörst du die ganzen Türme? Ach, du bist immer draußen. Ich dachte, das willst du mittlerweile. Jeder Turm ist der Schlüssel zu einem Portal, das 2 Punkte im All verbindet. Solch fortschrittliche Technologie mit menschlichen Händen ist Verschwendung. Deswegen haben wir alle Türme zerstört, bevor wir sie nutzen konnten. Natürlich haben wir die dimensionale Spule behalten. Sie ist das Wichtigste. Sie ist das bloß für eine dimensionale Spule. Aber solche komplizierten Konzepte sind für Menschen wohl zu hoch. Wir werden uns sicher neu begegnen. Bis dann. Feigling. Nein, warte. Woher ist er wohl dieses Mal verschwunden? Wellen, was ist Jenna? Ich empfange ein starkes Signal für die Qualpräsenz auf Auroboshi. Das ist sicher wieder Granus. Okay, schön, ich mache mich sofort auf Auroboshi. Verstanden? Wäre ich jetzt zuerst auf Auroboshi gegangen, was wäre dann gewesen? Müsste ich dann auf Akaboshi? Oder wie kann ich das verstehen? Hm? Ja, er schießt euch doch da draußen. Das ist mir so scheißegal. Yay, perfekt, Wiener Pott. Eine Krone. Hä? What the fuck, was kommt denn hier alles rausgekrochen?
Nocobot. Tut mir leid, dass ich ruhig bin. Ich konzentriere mich darauf, keine Fehlerchen zu machen. Das sind immer Mineralien. Hätte ich die auch noch ausgraben sollen? Hä? Ich werde hier dauernd mit neuen Spectrops belohnt. Das finde ich sehr beglückwünschend. Aber es ist nie der, den ich suche. Weil wenn ich den jetzt finde, den ich suche, dann habe ich keine Mineralien mehr für den, weil ich jetzt schon alles ausgegeben habe. Verdammt. Das ist nicht gut. Naja, er wird dann auch schon ein hohes Level haben und dann bekomme ich dann schon noch schnell hoch. Come on. Wo fehlt's noch? Sinnpott. Krone. Da ist noch eines. Lauter süße kleine Fossilien. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den schon ausgegraben habe oder nicht. Diese Fossilien sehen alle gleich aus. Mal schauen. Ach, wieder ein Wienerbot. Okay. So, jetzt mal sehen, was es hier für Mineralien gibt. Gucke ich gar nicht jetzt weiter. Ja, hier gibt es wirklich nur 10 Mineralien. Wirklich sehr beschämt. Das verletzt mich in der Seele. Nun dann Leute, das war's mit Spectros von diesem Mal. Bis zum nächsten Mal. Schlagt euch eine rein und ciao.